Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Reingeschaut. Wir spielen heute Frantic 3. Frantic 3? Ja, wir machen direkt mal ein New Game. Wir wissen nicht, worum es geht. Enter Name. Okay. Rather. Confirm. Okay. Secondary Fire. Was? Links, rechts? Ah, da drücken. Okay. Und AWSD. Secondary Fire. Space. Okay. Shift Press to Slow Ship. Okay. Ah, ne, warte mal. Jetzt habe ich auf AWSD gestellt, ne? Kann das sein? Egal, spielen mit AWSD, was soll's. Hier nehmen wir das. Ach, egal. Select Modifier, ja, hier. Was auch immer. Alles mal auswählen, man weiß ja nie, worum es geht. Okay, also mit der Maus wäre es vielleicht einfacher gewesen. Jetzt spielen wir mit Tastatur. Wir machen hier oben alles fertig und wir sammeln hier unten die Goldmünzen ein. Die fliegen auch so ein bisschen zu mir hin, das ist schon mal ganz gut. Also bis jetzt sieht es noch sehr einfach aus. Da schießen die ersten auf mich. Wow, 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 wow. Oh, da habe ich Schaden gekriegt. Okay. Sieht aus, als würden wir so auf so ein karikiertes Blatt spielen. Als würde man das in der Schule, als hätte das jemand gemalt oder so. Eine ganz coole Optik eigentlich. Aber ich weiß noch nicht, ob mir das so wirklich gefällt. Sieht ziemlich billig dadurch aus. Aber gut, es ist ja auch ein Flash-Game. Die müssen so sein. Erinnert mich so ein bisschen an, wenn ihr was mal kennt, so, man kennt ihr nicht. Seid ihr ein bisschen jung für, glaube ich. Aber früher gab es auf dem Gameboy so ein Spiel, das hieß Solar Striker. Ich denke mal, heutzutage gibt es auch welche Spiele, die so sind und das war so ähnlich, außer dass man natürlich dadurch ins All geflogen ist. Und hier ist eher so aussieht, als würde man in ein Schulheft spielen. Okay. Da musste man auf jeden Fall auch immer so durchfliegen und alles abknallen und versuchen zu überleben. Allerdings konnte man da auch seine Schüsse verstärken. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Boah. Ja. Und man kann auch ein bisschen nach oben und unten fliegen. Okay, das wusste ich nicht. Ja, da sind wir schon wieder down. Links haben wir auch eine Lebensanzeige. Bin ich gerade nicht drauf eingegangen. Okay, Stage 1 haben wir nicht geschafft. Wir versuchen es nochmal. Mit der Maus geht es jetzt nicht mehr. Ne, wir haben einmal umgestellt, dann bleibt das so. Vielleicht wäre es mit der Maus einfacher gewesen. Müsste ich vielleicht gleich nochmal neu starten. Ich weiß nicht, ob das geht. So einfach. Wir versuchen natürlich alles einzusammeln. Die Tastatur, seht ihr schon, ist nicht so präzise. Man muss so ein bisschen... ja, was soll ich sagen? Man springt immer direkt hin und her und man kann nicht... leichte Bewegung machen. Das ist immer gleich so ein ganze Kästchenweite. Na gut, wir versuchen mal ganz viele Punkte zu kriegen und Stage 1 irgendwie zu schaffen. Oh, das war aber nicht Schaden an mir, das ist gut. Also ich bin noch volles Leben. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, das hat ja richtig Schaden gemacht. Das tat ja richtig böse weh. Habe ich mal einmal auf die Lebensanzeige geachtet. Kleine Schüsse, okay. Stirbt, stirbt, stirbt. Was auch immer. So. Alle kriegen wir nicht kaputt. Den da oben schaffen wir. Doch, den schaffen wir auch. Okay. Oh, was sind das für welche? Okay. Die schießen irgendwelche lila Kugeln auf mich hier. Wow. Die eine Seite kriegen wir jetzt nicht mehr, oder? Doch, ja, schaffen wir noch. Gut. Oh, die halten auch eine Menge aus. Dumm, 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 dumm. Oh, ja klar. Mit der Maus könnte man da vielleicht durch, aber mit der Tastatur ist das schwierig, würde ich behaupten. Puh, ich bin ja fast tot. Wir müssen Stage 1 irgendwie schaffen. Ich versuche jetzt zu überleben. Hört mal auf, hier so viele Kugeln zu schießen. Da kann man überhaupt nicht ausweichen. Eieieiei, so. Was ist das für ein Riesending? Oh. Ja, der geht nicht kaputt. Hätte man ja schaffen können, hat man aber nicht. Ist schade. So, kann ich jetzt nochmal irgendwie Options die Maus umstellen oder sowas? Geht das nochmal irgendwo? Auf Maus. Ah ja, da. Versuchen wir das Ganze nochmal mit Maus. Stage 1 nochmal. Ah, das ist schon. Guck mal, das ist doch viel angenehmer so. Ja, das jetzt. Pass auf, jetzt geht's aber richtig los hier. So. Das macht doch gleich schon viel mehr Sinn. Also wenn ihr mich fragt, mit was man das spielen soll, mit Maus oder mit Tastatur, dann eindeutig Maus. Da kann man ja auch drumherum fliegen, die habt ihr gesehen. Bis jetzt habe ich alle gekriegt dadurch. Das hatte ich vorher nicht geschafft. Oh ja, mit Maus ist das sehr viel angenehmer. Oh, warum habe ich das nicht gleich mit Maus gemacht? Weil ich zu schnell geklickt habe. Naja. So, bis jetzt haben wir alle gekriegt. Da 100 Punkte und zack, den machen wir tot. Den auch, den und da rum. Da kommt noch einer. Genau, jetzt hier schön hin und her, immer ein bisschen... Ah ja, da ist noch einer. Okay, haben wir auch geschafft. Oh, jetzt kommen sie weiter außen. Da ist der erste, den wir durchlassen müssen. Aber das macht überhaupt nichts. Man kann viel besser den Kugeln ausweichen. Oh, jawohl. So, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Schießen macht er übrigens automatisch. Also schießen muss man nicht. Das macht er ganz automatisch. Ich bewege jetzt eigentlich nur die Maus zum Spielen. Das macht das Spiel natürlich sehr einfach. Und man kann sich auf volles Rohr darauf konzentrieren, nicht getroffen zu werden. Oder beziehungsweise die Gegner zu treffen. Okay, jetzt dachte ich mir natürlich, wenn ich eine Taste gedrückt halten müsste, das wäre auch nicht so schlimm. Aber ich finde es recht angenehm. So schläft dann eine Finger, mit dem man die Tasten drücken muss, nicht ein. Weil man muss ja keine Taste drücken. Oh, guck mal, jetzt hier mit der Maus, wie ich da durchkomme. Habt ihr das gesehen? Mit der Tastatur unmöglich, mit der Maus easy going. So. Oh, ich habe die Kleinen habe ich nicht gesehen. Waren zu viele Münzen gerade.
Das war auch mein persönliches Pech, es war nicht mausbedingt. Ah, nein, jetzt muss ich echt aufpassen hier. Oh Gott. Also, wenn die nicht kaputt gehen, dann muss ich doch ein bisschen ausweichen. Oh, wow. Grüne. Boah. So. Ja, und jetzt zu Ende, oder was? Erste Level? Jawohl, Stage complete. Seht ihr, mit Maus geht das gleich viel besser. Renzoom, machen wir Stage 2. Los. Okay, den haben wir. Oh, jetzt, was ist denn hier? Oh, was ist denn hier los? Boah, Alter. Ja, es kommen unwesentlich mehr Flugzeuge auf mich zu, mit mehr Schuss. Aber es ist echt auf ein kariertes Blatt gemalt, oder? Eigentlich mag ich dieses Design. Das sieht ganz cool aus. Ja, na, gib mir die Punkte. Okay. Der gelbe Punkt, der ab und zu mal neben dem Flugzeug ist, der zeigt dann... Oh, ein Endboss. Der zeigt dann auch, wo ich meine Maus hinbewege. Boah. Also das mit Tastatur wäre wahrscheinlich unmöglich gewesen. Ja, nee, ist klar. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder zurückfinden. Boah, ja, das geht. Ah, bis jetzt noch keinen Schaden gekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Oh, ob das ein Fehler war, hier nah dran zu gehen? Ich weiß es nicht. Schien mir gerade eine gute Option. Oh Gott, wie viel Leben hat er denn? Oh, ja, klar. Okay, ziemlich weit außen, damit man die Bälle lange fliegen sieht. Ah, wunderbar. Jetzt wieder nach vorne. Oh, yay. Mist. Doch, ich bin durchgekommen. Ja, kaputt. Also mit Tastatur wäre das mit Sicherheit unmöglich gewesen. Ihr könnt mal ausprobieren, ob ihr das mit Tastatur schafft, diesen Zwischengegner, Endgegner zu schaffen. Ich habe keine Ahnung. Machen wir noch Stage 3, da gibt es einen Bonus-Stage schon. Aha. Ah, los. Aber was mich natürlich sehr stört, ist an diesem Spiel, aber das geht wahrscheinlich nicht anders, weil es, man spielt es ja von oben nach unten, ist dieses Horizontale, also das... Horizontale, wie soll ich das sagen? Das ist ein, es ist halt höher, als es breit ist. Das ist natürlich ein schlechtes Format für ein Video. Weil das werdet ihr nicht merken, ihr werdet bald sehen, dass es wahrscheinlich alles breiter ist, weil ich es nämlich dann auf ganz normale breite Strecken werde. Aber das Game ist wirklich höher als breit. Also man könnte das von links nach rechts machen, dann könnte man das vielleicht sehen. Warning. Okay. Ja dann. Wieso schieße ich nicht mehr? Okay, das ist jetzt wirklich der Boss. Der hat oben scheinbar 3 Lebensanzeigen. Den machen wir jetzt noch fertig. Ist ja kein Problem für uns. Mit der Maus kann man ja alles ausweichen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Da schießt man ruhig. Stört mich jetzt überhaupt nicht. Doch, das stört mich schon ein bisschen mehr. Wow. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich oben hingestellt. Boah, dieser eine Kleine, der trifft mich, ne? Ist klar. Wow. Ja, genau. Hier unten bleiben. Und jetzt hoch hinterher. Wow. Das hat es ein bisschen geruckelt, habt ihr gemerkt, ne? Nein, ich bin kaputt. Verdammt. Okay, das ist doch nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe. Wir machen mal das Bonus-Level. Vielleicht ist das hier besser. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas Tolles. Vielleicht können wir im Shop was updaten. Ich habe ja gesehen, da gibt es auch einen Shop. Also es ist nicht so wie bei Solar Striker, wie ich das vorhin am Anfang schon mal erwähnt habe. Sondern ich glaube, hier muss man die Items kaufen. Die werden die nicht einfach so zugeflogen. Wow. Ja, ist klar. Boah. Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Ja, nicht so, dass ich alles hier kaputt... Boah. Alter. Könnt ihr noch ein bisschen... Boah, nee. Alter, das ist, war schon, Shop. Was kann ich denn machen hier? Bye. Hier kann man bessere Waffen kaufen oder was? Hier, Raketen. Click again to confirm. Alles klar. Was können wir noch? Hier, dieses... Alles klar, so, back. Und jetzt machen wir nochmal das Bonus-Level, gucken, ob es jetzt besser ist. Da sind andere Strahlen bei. Und Raketen fliegen. Okay, jetzt guckt ihr euch das an. Jetzt geht's ab hier. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst, dass ich auch noch Raketen habe und irgendwelche... Achso, das Grüne darf ich ja nicht berühren. Ich dachte, das müsste ich einsammeln gerade. Irgendwie habe ich das in meinem Wagen gedacht. Guck mal, die Raketen, die fliegen jetzt schön immer dahin. Sind so Zielraketen. Dadurch habe ich viel mehr Zeit, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Zum Beispiel auf das Ausweichen von diesen 40 Milliarden Kugeln. Boah, da war kein Ausweg. Geh kaputt, jawohl. Los, komm, alles drauf, Heimann. Oh. Aber ich habe ihn schnell kaputt gekriegt. Aber trotzdem bin ich schon fast im Arsch. Und nein. Oh nein. Da muss man sich erstmal die Flugbahn merken, wie das Zeug fliegt. Huh. So, jetzt ein bisschen zur Seite. Ein bisschen vorwärts. Grüne Kugel. Und jetzt hier rüber. Dahin. Das war, schien mir gerade eine gute Idee, jetzt nicht mehr so. Doch, jetzt. Huh.
Oh, oh, oh. Ja klar, fliegt doch in noch mehr Kreisen, bitte. Ist kein Problem. Ich versuche hier so mal links, rechts. Oh, da war eine blaue Kugel. Boah. Das ist ja nicht zu schaffen. Also das war das Bonus. Wir versuchen nochmal Stage 3. Vielleicht schaffen wir das hier. Mit unseren Raketen jetzt. Ja, guck mal, wie die jetzt hier. Boah. Das macht doch schon einen Unterschied hier, wenn man solche Sachen hat oder halt nicht. Also das ist jetzt easy hier. Meine Raketen hier, die saufen. Die machen alles kaputt. Alles kaputt machen sie. Okay. Ich mache schon mal meine Bewertung zwischendurch. Ist das okay für euch? Ich kann mich ja gut dabei konzentrieren. Die Musik ist eine ziemlich schnelle Musik, aber ist auch ein ziemlich schnelles Game. Warning, ich gebe für die Musik 4 Punkte, weil die nervt nicht. Sie ist schön im Hintergrund, aber sie ist trotzdem. Man kann sie trotzdem gut hören. Für die Geräusche. Ja, es gibt diese Schießgeräusche, es gibt dieses Warngeräusch gerade. Die Schießgeräusche sind zwar immer gleich, also es gibt nicht so viele Geräusche jetzt. Ich würde aber trotzdem für die Geräusche 3 Punkte geben. Boah, ich muss jetzt gerade ausweichen, muss mich ein bisschen konzentrieren. Moment. Ah, nein. Wow. Also, ich würde 3 Punkte geben für die Geräusche, habe ich gesagt. Ist klar. So, jetzt hier hoch am besten. Ich hätte unten bleiben sollen. Oder genau hier bleiben. Nein. Okay. Also 3 Punkte für die Geräusche. Fürs Aussehen. Ja, es ist ein bisschen billig gehalten. Sieht aus wie auf einem Blatt Papier gezeichnet. Ja, weiß ich nicht. Dafür sind ein paar Schussanimationen hier. Das ist ganz cool eigentlich. Obwohl auch sehr billig eigentlich. Die Flugzeuge sind zu erkennen. Sind auch verschiedene dabei. Ich gebe 3 Punkte fürs Aussehen. Idee und Umsetzung. Ja, das ist eine sehr alte Idee. Umgesetzt ist es allerdings ganz okay. Weil das soll man auch anders machen. Deswegen gebe ich für die Umsetzung hier auch standardmäßig 3 Punkte. Jetzt muss ich mal hier meinen Stift bemühen. Und dann kann ich hier nicht hingucken. So. Ja, und Spielspaß. Ja, Soda-Strike hat mir damals zu Gameboy-Zeiten schon irrsinnig Spaß gemacht, da mal durchzukommen. Das hat so einen Anreiz. Man kommt immer weiter, man schafft mehr Stages und ja. Bei Soda-Strike ging das halt immer nach und nach. Das waren, ich vergleiche das heute aber echt mit den Game, ne? Das ist echt unglaublich. Aber dann hört ihr mal, was ich in meiner Jugend gespielt habe. Ist auch schön. Das ist aber sehr viel anspruchsvoller jetzt schon von dem Ausweichen her. Deswegen, Idee und Umsetzung. Spielspaß. Ist auf jeden Fall da. Ich würde es auch noch weitermachen, wenn ich nicht was anderes aufnehmen müsste. Vielleicht spiele ich das nochmal irgendwann. Vielleicht mache ich einfach hier so ein... Oder wir machen mal so eine Community-Aktion hier raus. Das wäre mal was. Wer wie weit kommt. Ich überlege mir vielleicht mal was. Mal gucken, weil es mir echt Spaß macht. Deswegen gebe ich für Spielspaß auch 4 Punkte. Jetzt kriege ich keine vollen 5, weil einfach... Ja, weil es einfach wie jedes andere... Da gibt es wahrscheinlich tausende solcher Games. Deswegen gibt es keine 5. Aber 4 werden dafür auf jeden Fall gegeben. So, dann kommen wir zur Abschlusswertung. Wir haben 4 für Musik, 3 für Geräusche, 3 für Aussehen, 3 für Ideen und Umsetzung und 4 für Spielspaß. Macht zusammen 9, 13, 17. Wenn ich mich nicht irre. Ne, 4, 4 macht 8. Ne, 3 und 3 macht 9. Plus 4 macht 13. Plus 4 macht 17. Und wenn mich das nicht alles täuscht... Habe ich jetzt 17, ne? Ja, 9... Plus 4. Ich verrechne mir ja so oft immer in der WG. Nicht in der WG, im Singleplayer. Dass ich jetzt, doch mal ein bisschen, bing, bing. Genau. Dass ich jetzt mal wieder nachrechnen muss. Also 3, 3, 3 macht 9, plus 4 macht 13, plus 4 macht 17. Und wenn ich 17 durch 5 teile, dann habe ich 3,4. Und das heißt, es gibt insgesamt 4 Sterne für. Ne, 3,4. Es gibt insgesamt 3 Sterne für dieses Game. So. Ja, wir sehen uns beim nächsten Reingeschaut. Bis dahin. Tschüss.